Nee, Knacksack nicht der gute Lilly. Genau, stimmt. Ja, stimmt. Knacksack, Maskerato und ja, gut. Genau, die drei muss ich lassen. Ja. Dieser Powerchip Hype Man Operation Stardust sind jetzt auch bei uns aufgekreuzt. Es ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam schreien, Helgard eindringen. So ist die Gelegenheit von 10 Minuten 30. Ja, gut, jetzt wird's jetzt nicht. Okay, das ist jetzt ein Teil von der Lag, ist der bodenlos, ne? So, zwei Stück noch. Nein, auch welche. Sogar 31. Ah, bin besser als das. Wir sind ihm einfach nicht gewachsen. Schnell ruf den Boss. Ich bin mit seinem Auto angefahren. Shubi, Boss von Team Stars, Giftmitglieder. Zeig mir ein unankündliches Eintreffen, doch nur ist es Zeit für mich, Shubi, ins Rampenlicht zu treten. Ihr müsst der berüchtigte Joker sein. Ihr habt Team Starlight angetan, unverschämter Schurke. Gift soll euer Niedergang sein. Ich, Shubi, schalte zur Tat. Wohl an, nun da bin ich hier, werde ich euch angemessen bestrafen. Ah, ne, Dampfwalze. Ja. Manche Attacken vergiften schon bei der kleinsten Berührung. Hütet euch vor ihnen. Nochmal Dampfwalze.
Dann haben wir jetzt den Super. Yellow. Am Falze. Danke, dass er zuerst angreifen darf. Das ist jetzt Zaun. Das hat er davon. Weiter flanken, wir müssen jetzt kleine Kühe ansetzen. Und ich werde es jetzt klein machen, aber ich bin extra ganz immer noch. Verschlangen. Dampfwalzer. Ja, macht das Auto lang. Ja, vier Pokémon. Das letzte ist mal das Auto. Der Wacker bis zum Ende standhalten, darauf könnt ihr Gift nehmen. Warte. Scheiße, weil 40 Pokémon wächst und dann ist vergiftet. Jetzt sitzt er wieder Attacke ein, um seine Initiative zu stärken, nachdem er ihn voll geschwächt hat. Okay. Falls er. Der lecker Pillar. Ja, die macht halt keinen Schaden. Das ist praktisch für uns, dass die gerade einsetzt. Die macht keinen Schaden. Aber dann kann ich auch mal weiter Rampfwalze machen. Mhm. Das macht er wieder die, weil man steckt damit seine Initiative, was man auf jeden Fall keinen Schaden macht. Und ich senke halt gerade seine Initiative, hat ihn glaube ich auch ein bisschen verwirrt. Und mache aber übel Schaden. Das ist gerade ganz praktisch, dass er einfach so eine Scheißattacke, die ihn nicht macht, also die mir nichts, die nichts bringt. Ne? Ah, ganz praktisch für mich. Da kann ein bisschen entspannen, weil es zieht sich zwar ein bisschen und er macht jetzt die ganze Zeit Elektroladung. Und wird irgendwie 6 HP, bevor es wegmacht. Ja, das ist praktisch für mich, weil ich ihn so jetzt Stück für Stück in sie besiege. Den zwar 4 Leben hat, aber jetzt dauern wir es. Meine Strategie ist voll empfänglich aufgegangen. Es knattert so zu leveln, weil es geile Bodenattacken hat, um mit ihm dann ihn zu besiegen. Meine Gefährten, vergib mir. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Da geht mir die Verzögerung. Ich stieß auf nicht unbeträchtliche Hindernisse bei der Beschaffung der Stoffe. Abgefahren, die Stiefel sind sowas von abgefahren. Sektion für diese Paline die Attacke Nitro-Ladung. Meine Uniform sieht einfach genauso aus, wie sie mir vorgestellt hatte. Tausend Dank. Es erfüllt mich mit Freude, dass mein Entwurf das Konzept Popstar der Unterwelt wie gewünscht wiedergespiegelt werde. Wiedergespiegelt. Werte Ryuba. Jetzt werden alle Modifikationen an unseren Uniformen abgeschlossen. Danke, Shugi. Jetzt, wo ihr zwei bedrohlich aussieht, wird uns so schnell sicher keine mehr dumm anmachen. Das ist echt ein Händchen für sowas. Unglaublich, dass sie sich damals auf sie rumgejagt haben, nur weil du nerdy bist. Der Weg des Nerds ist dornig und voller Widerstand. Entzieht sich dem Verständnis gewöhnlicher Menschen.
Schauen, Shugi, welch ein Temperament. Das Thema geht dir echt zu Herzen. Richtig so, Shugi, lass dich nicht unterkriegen, ich finde dich total cool. Okay, als nächstes steht Kampftraining auf dem Plan, wenn wir richtig auf Operation Star vorbereitet sind. Trotzdem können wir uns nicht erlauben, schwächer als andere Teammitglieder zu sein. So ist es, widme mich fortan mit Leib und Seele der Schule und meiner Kampffertigkeit. Auch wenn ich mit Leib und Seele dagegen aufgehen will, Gesetz ist Gesetz. Es ist nur ein Kodex vorgeleistet. So bleibt nichts anderes übrig, als dies an Jahr an euch abzutreten. Weiterhin solltet ihr dieses Gerät besitzen und sendet die Anweisung für eine Attacke, mit der man vor allem mit Müll bedient. Laut Joker, nicht wahr? Plan hier werden bei der Gräuel mit der Kälte am Platz werden. Meister Shugi, mein Kamerad. Stand darauf, dich zu treffen und persönlich mit dir zu sprechen. Meister Shugi, bitte hört mir zu, ich brauche nur einen Moment eurer kostbaren Zeit. Deshalb habt ihr mich aufgesucht. Da euch zur Hilfe ein, Meister Shugi, wenn ihr weiter in den Unterricht werden bei Wilde Chemie verwiesen, nicht wahr? Diejenigen von uns, die einst gemobbt wurden, können inzwischen wieder zur Akademie gehen. Das haben wir nur Team Star zu verdanken. Eure harte Arbeit in jener Operation hat es ermöglicht. Es sei nicht fair, wenn genau die, denen wir so viel zu verdanken haben, der Akademie verwiesen würden. Vergibt mir. Euer Big Boss euch immer noch kontaktiert? So ist es, seit jenem Tag. Ohne unseren hochgeachteten Big Boss gäbe es das Team nicht. Das Team wäre jener glückliche Alltag, der nur an der Chemie herrscht, undenkbar. Brücke unseres nobenen Big Boss bleibt uns keine Wahl, all unsere Kräfte aufzubieten, um die Verstecke zu verteidigen. Dieser Big Boss, den ihr so sehr vertraut. Um ehrlich zu sein, was es bisher niemand von uns vergönnt, Big Boss persönlich zu treffen. Sagt es selbst als Außenseiter, der seltenen Fuß vor die Tür setzt. Dafür sollen wir bei uns die Schikanen niederträchtiger Tyrannen gewesen sein. Es tut mir leid. Doch obgleich uns sein wahrer Name und sein wahres Antlitz unbekannt sind, ist Big Boss dennoch unser hochgeschätzter Kamerad. Es bleibt also nur als Warten auf seine hoffentlich baldige Rückkehr. Seit geht ihr also nicht zur Akademie, Meister Shugi? Aber bitte vergiss nie, dass ihr auch außerhalb von Team Star auf einen Verbündeten zählen könnt, und zwar mich. Mein Kamerad, ich stehe in eurer Schuld. Mobbing, Unterrichtsverweigerung, wir sind der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Aber vor allem, die Probleme, mit denen die Schüler zu kämpfen haben, die Gründe für ihr Handeln sowie ihre tiefen Freundschaften, die ihnen so wichtig sind, ich schäme euch vor all dem, nichts wusste. So lange hatte ich geglaubt, dass einzig und allein Team Star mein wahrer Schatz sei. Ich war ein Irrtum erlegen. Muss ich ja nicht mal verteidigen, ich hab's aufgelöst. Joker. Shugi hatte sein Team angegeben und damit seinen Bossstatus abgelegt, oder? Verstehe. Der Verlust ihres Bosses bedeutet für Chiba den Untergang. Shugi. Ach, entschuldige, ich wollte gerade etwas entkommen. Bleiben noch zwei Verstecke. Operation daran, das geht gut voran. Dann will ich dir mal das eigentliche Ziel dieser Operation verraten. Das ist, dass wir den Big Boss besiegen. Der Drahtzieher also, der zusammen mit den fünf Bossen Team Star gegründet hat. Wer ist dieser Big Boss? Big Boss steht noch über den fünf Bossen der Banden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wenn diese Person besiegen und dazu bringen, die Aufklärung von Team Star zu verkünden, ist das Team erledigt. Wahrscheinlich gar in einem Rampenlicht zu stehen, hat deshalb auch kein eigenes Versteck und hält seine Identität geheim. Da alle anderen Bosse zurückgetreten sind, wird sich Big Boss sicher zu erkennen. Ich schulde dir noch eine Belohnung, das möchte ich schnell an die Liga-Punkte übertragen. Gegen ein Pokémon mächtige Attacken bei einem weiteren Zügen bringen, wenn wir mal eine Verschwörungstaufe haben. Haha, hi Joker. Das war gerade auch ein ziemlich ernstes Telefongespräch. Lia. Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Von diesem Drahtzieher hat mir gerade so ein paar ja auch schon erzählt. Ist das Gründe, ist die Wurzel allen Übels. Wenn Big Boss nicht besiegt wird, werde ich meinen Schatz verlieren. Dein Schatz?
Nein, also die Belohnung hier, bevor ich jetzt vergesse. Gut, also ich gehe da mal wieder. Joker, du darfst nicht verlieren. Ich darf nicht verlieren. Das ist eine Ansage. So, da ist. Warte, wo ist das nochmal? Ich mache sie mir das mal bereit. Ich brauche ihm erstmal ein Team hier. So. Wir haben es noch drei Level gewachsen. Können wir die zu den warte. Gucken schon mal, wo ist die Lego Winter Arena? So. Da, ne? Ja, da ist Lego Winter. Der ist da Arena. Da ist die Eis Arena. Die muss aber ab 47. Aber bis 41, also nein, die machen wir noch nicht. Also, noch nicht direkt. Jetzt. Gut, ich da habe ich glaube ich noch nicht. Ich schätze Raffel schon, meine Güte, ich bin aber dichter. Schmarotzer. Warum jetzt eigentlich? Warum? Ist das ein Bug? Warum sieht mein Zoro aus? Okay. Zoro Arc sah aus wie mein Endor. War da verwirrt kurz, aber es hat Zoro Arc anscheinend alleine gemacht. Okay. Das dauert ja. Dauert ich gut. Dann habe ich der Rache Weiterentwicklung schon. Nativ. Klaraffel wurde gefangen. Nein. So heißt er verdoppelt so lange wie sein Körper und beginnt damit von Bäumen gefallene Bären und fliegt sie ja nicht fort. Ab in der Box mit dir. Ab ins Regal. Aber immer beim Behalter. Das haben wir ja. So, wo alle anderen bin ich schon. Was der hat. Ja, jetzt können wir gleich mitnehmen, wenn du nachkommen. Warte. Wo muss ich jetzt hin? Was hier ist, sollten wir hin, oder? Natürlich genau hier im Hintergrund. Okay, ja, dann nehmen wir jetzt mal 50 Meter und sehen können, ob ich schon wegkomme. Mach die. Da. So, die Bagger machen.
glaube, hier waren wir, können wir nicht. Also wir werden jetzt links und können den Wasserfall schauen. Jo. Okay. Was ging denn jetzt? Was will jetzt Ende? Irgendwie auch sagt, Ente kommt zurück. Dann sagt er, was er los Ente. So los, ne? Schon so ein Folterknecht, Alter. Jetzt hat mich die Folter wieder mit. Ich hab die auch lange noch damit geplant, hat jetzt nicht gefangen. Zack, weg. Stark wie ein Pokémon. Endlich stark. Nein, auf jeden Fall geht es sehr grün, so wird mit seinem Multi-Zeit-Schein. Wir kriegen jetzt ein Druckbedruck. So. Aber jetzt haben sie erstmal ab ins Regal. So, die Feuerplatte, die komme ich jetzt hier hin. Ja, was komme ich hier? Hier kommt nur los, wenn wir etwas sagen. Ja, ich will ein bisschen aufhören, wenn ich von da aus, glaube ich, reinkomme, das Gebiet. Die Karte. Und ich. Ja, wenn ich doch mal das jetzt hier habe, jetzt sprang ich da vorne hin. Ja, ich was willst du denn? Mann, Pokémon, da bist du schnell. Ja, man, ja.
Warte, Dame, wer fährt da raus? Das klingt doch schon mal gut. Weil Monatatama ist ja gleiches Gebiet wie da, wo wir jetzt hinwollen. Jetzt mal ein Verständnis, wenn du richtig toll bist. Ja, das warte ich nur, wenn du schaffst, mich zu besiegen. Okay. Auf jeden Fall. Monatatama ist ja die Arena daneben. Also, das ist die Stadt daneben, wo auch eine Arena ist. Wo ist die Arena ist noch, die machen wir später halt jetzt. Weil die, wie schon mal erwähnt, 47 ist. Wenn du das schon so runtergehauen hast, damit jetzt nicht mehr. Ja, die. Machen wir halt genau den gleichen Tag wie weiter. Kannst du ja gerne mit antiken Steinen bewerfen, als hier hoch ist. So, ist jetzt gut. Danke. Uff, du hast echt was auf dem Kasten. Ganz ehrlich. Gut, Spaß. Jetzt bist du an solchen Bänden, sind natürlich die Eis-Pokémon. Cool. Komm mal her. Nach hier. Nach hier. Okay. Gute Fee dazu. Genau, so einfach. Okay. Das sind noch mal nach die Song jetzt noch. Kannst gerne auch dein Tumpit verschwinden, dass du uns trotzdem gezählt. Ist der mich im Digitales einfach reingekippt hat. Bisschen Volltrottel. Da bin ich jetzt gefangen. Das ist im Digitales wohl gefangen. Danke. So, ich danke auf meinen Tänzer, dass er ganz aus dem Anschluss noch zu den Berührungen raus mit der veränderten Attraktion zu schlagen. Jetzt. Wirklich hier. Ey, da bin ich in deiner Wacht. Ja, wenn ich schreibe.